Da ich gefragt wurde, wie genau die Mob-Farm funktionieren, werde ich mal einen Schritt für Schritt aufbauen. Kurz vorweg, ich denke nicht, dass meine Methode die effizienteste ist, aber sie funktioniert auf jeden Fall. Ich werde jetzt als Beispiel eine Schleimfarm bauen, aber dieses Setup funktioniert natürlich auch mit allen anderen Monstern. Also, als erstes platzieren wir natürlich den Boden. Fangen wir damit mal an. Ich habe bei mir jetzt die Fläche 5 Blöcke breit und 10 Blöcke lang gemacht. Der Untergrund oder den Schleimboden ist übrigens egal. Also wir sehen ja hier, wir haben hier Erde und Sand, aber da stört beim Spawn, soweit ich das getestet habe, nicht. Könnte auch irgendwas anderes unter sein. Enge Holzfußboden oder Steinböden, das ist ganz egal. Man kann die Falle natürlich auch noch größer bauen. Am besten in die Länge, denn in die Breite ist es ein bisschen schwer, da wir nachher die Monster automatisch töten lassen wollen hier, mit Geschütztürmen. Die fokussen die Monster nur, wenn die so ungefähr 9 Blöcke entfernt sind. Also hier funktioniert das noch, problemlos. Die Pfeile kommen alle angeflogen. Bei 10 Blöcken auch noch, aber es ist nicht mehr so ganz so sicher. Manchmal hört ihr einfach auf zu schießen bei 10 Blöcken. So wie jetzt. Also ich würde, um auf Nummer sicher zu gehen, die Monster nicht weiter als 9 Blöcke von dieser Falle hier entfernt stehen lassen. Dann können wir jetzt auf dem Schleimboden Förderbänder platzieren. Das ist auch kein Problem, die Schleime werden trotzdem noch drauf spawnen. Die stören sich an den Förderbändern nicht. Und ich habe bis jetzt auch noch keinen Unterschied zwischen ausgeleuchteten und unausgeleuchteten Farmen gemerkt. Also man kann die Farm auch notfalls von drinnen ausleuchten mit leuchtenden Böden oder elektrischen Lampen. Je nachdem, wie ihr wollt. So, wir platzieren hier alle Förderbänder, dass die Monster dann am Ende vor einem Loch stehen. Hier nochmal ein kurzer Trick, der beim Bauen hilfreich sein könnte. Wenn man jetzt die Förderbänder platziert, dann ist das erste automatisch in die richtige Richtung. Wenn man das Pferd jetzt daneben platziert, dann guckt es das linke an. Das ist immer ein bisschen nervig. Muss halt immer so umständlich drehen. So einfach immer einen Platz lassen zwischen den Förderbändern. Dann kann man am Ende einfach nochmal lang gehen und die Lücken füllen. Da muss man die nicht alle drehen. Gut, wenn wir jetzt alle Förderbänder platziert haben, dann sollte, egal wo das Slime spawnt, der mit dem Förderband hier in Richtung dieses Loch gebracht werden. Das Loch ist dafür da, damit der Roboterarm, den wir hier auf die andere Seite stellen, in Sicherheit ist, sonst würde die Monster den angreifen und kaputt machen. Und das Gute ist, wenn das Förderband so auf ein Loch zugeht, dann werden die Items einfach in das Loch getragen. Wir können das ja hier mal kurz simulieren. Droppen hier einfach mal einen Schleim. Und der geht immer weiter, bis er halt auf dem Loch liegt. Und dort aus kann dann der Greifarm das Item nehmen und dann in die Truhe packen, wenn er Strom hat zumindest. So, oh, das ist auch schon ein Schleim gespawnt. Gut, wir haben Strom. Dann hat er das Item direkt hier in die Truhe gelegt. Man könnte hier hinter natürlich auch noch ein Förderband platzieren und die Items irgendwo in seine Basis irgendwo hinbringen, zum Verstauen. Jetzt müssen wir die Monster natürlich noch AFK töten lassen. Dafür können wir hier diese neuen Geschütztürme verwenden. Wir stellen einfach oben und unten einen hin und drehen die mit E in die richtige Richtung. Keine Sorge, die Geschütztürme machen zwar Roboterarme und alle anderen Sachen kaputt, zerstören sich aber nicht selber. Das heißt, wenn der jetzt hier schießt, das Monster verfehlt und den trifft, ist das kein Problem. Die brauchen dann natürlich auch noch Strom. Und dann sind die schon einsatzbereit. Ich mache jetzt zur Sicherheit immer noch ein Loch vor, da ich nicht genau weiß, ob die Monster sonst die Geschütztürme zerstören, weil die lange genug überleben. Jetzt laufen die hier einfach hoch und zerstören das Teil. Dann können wir natürlich die Spawnfläche noch mit Wänden umranden, damit die Monster nicht überall hinlaufen. Das Gute ist, man kann die Wände auch über Kabel platzieren. Da passiert nichts. So kann man die Kabellage am Ende noch ein bisschen verstecken. Und somit ist die Mob-Farm eigentlich fertig. Die Schleime würden hier spawnen, langsam zum Loch fahren. Dann würden die Geschütztürme von oben und unten schießen. Das Item wird ins Loch fallen. Der Roboterarm nimmt das Item und packt es in die Truhe. Das funktioniert allerdings nur bei den schwachen Monstern. Die starken Monster regenerieren sich leider ein bisschen zu schnell dafür. Da muss man das noch leicht umbauen. Als allererstes stellt man dann hier oben, neben den Geschützturm, einfach noch einen hin. Denn die stärkeren Monster werden irgendwann von den Förderbändern hier angetragen und stehen dann hier. Aber die sterben halt nicht sofort, deswegen gehen die manchmal noch zurück. Und wenn die außerhalb der Reichweite vom ersten Geschützturm sind, dann fangen die an, sich wieder zu regenerieren. Und dafür ist der zweite. Damit die noch durchgehend weiter Schaden kriegen und nicht anfangen, sich zu regenerieren. Hier unten machen wir natürlich nochmal das gleiche.
Geschützturm auch wieder in die richtige Richtung drehen. Und zur Sicherheit das Loch davor. Gut, das reicht dann nochmal für die meisten Monster. Um auf Nummer sicher zu gehen, kann man hier noch so eine Giftstachelfalle platzieren. Die vergiftet nämlich Gegner, was deren Heilung um 75% verringert. Damit ist man dann auf jeden Fall auf der sicheren Seite. Ich kann mal reintreten. Und wie man schon sieht, kriege ich Schaden und habe hier eine Vergiftung. Für 30 Sekunden. Das Problem bei diesen Giftstachelfallen ist, dass man sie nur aus der Wüste bekommt. Und zwar hier in solchen großen Labyrinthen. Hier stehen die überall auf dem Boden rum und man kann die ganz einfach abbauen. Aber dafür muss man halt erstmal so eins finden. Das ist mal ein bisschen nervig. Und das zweite Problem ist, dass die Monster dann noch manchmal auf der Stachelfalle sterben und die Items dann auf der Stachelfalle liegen. Und da man unter der Stachelfalle kein Förderband platzieren kann, bleiben die oben drauf immer liegen. Die werden hier nicht mehr weitergezogen bis zum Roboterarm. Dafür habe ich auch noch keine bessere Lösung gefunden. Also wenn ihr da irgendeine Idee habt, könnt ihr die gerne in die Kommentare schreiben. Hier bei mir in der Basis sieht man das zum Beispiel. Hier war ich schon länger nicht mehr drin. Und die ganzen Magma-Schleime und diese komischen Feuerschmetterlinge sind alle hier auf der Stachelfalle gestorben. Aber die Items wurden halt nicht weitergegeben. Oder kein Förderband ist. Da muss man halt einfach hin und wieder mal reingucken. Und die einsammeln. Ist jetzt aber auch nicht so oft. Und die meisten Items werden auch runtergetragen. Naja, aber vielleicht werden irgendwann noch stärkere Geschütztürme ins Spiel gebracht, die mehr DPS haben. Dann können wir uns diese Stachelfalle auch sparen. Hier bei den Blauschleimen das gleiche Problem. Aber die anderen Monster hier unten, die schwachen, die sterben auch von alleine. Da kommt auch ordentlich was zusammen. Gut, ich hoffe, ich konnte damit eure Fragen irgendwie ein bisschen beantworten. Wenn noch irgendwie Fragen da sind, könnt ihr mir die gerne in die Kommentare schreiben und ich werde versuchen, diese gute Skizze zu beantworten. Na dann, viel Spaß beim Bauen.